So, hallo meine Freunde, schön, dass ihr mal wieder alle eingeschaltet habt. Ich begrüße euch ganz herzlich mit einem Subbing. Und jo, ich will jetzt gar nicht um den heißen Brei reden. Im Titel steht ja schon drin, sollen wir als Community gemeinsam ein paar Filme drehen? Und zwar haben wir ja vor einer knappen Woche ein Video hochgeladen und das haben wir schon davor gedreht, und zwar diese kleine Militärparade. Und ja, ich weiß, ich sehe scheiße aus. Und ja, also das Paradevideo war jetzt zwar nicht so übermäßig der Burner, aber naja gut, darum soll es jetzt auch nicht gehen. Und zwar hatte ich diese Idee schon mal vor ein paar Wochen und mir kam die immer mal wieder hoch. Quasi, wir könnten doch gemeinsam als Community in den Streams irgendwelche Filme machen. Ich erstelle ein paar Drehbücher und wir machen das dann quasi nach dem Drehbuch. Quasi, ich schreibe 5000 Sachen auf, ich gehe das mit 100 Leuten 100.000 Mal durch und dann erstelle ich für die jeweiligen Szenen irgendwelche Jobs und danach erstellen wir quasi coole Minifilme von verschiedenen Perspektiven und wir erfinden quasi eine coole Story und drehen das einfach dann in GTA. Und dann würde ich diese fertigen Filme dann auf meinen Hauptkanal Zocken Forever hochladen. Schreibt einfach mal rein, was ihr von der Idee haltet. Also ich hatte zum Beispiel die Idee, man könnte zum Beispiel einen Raubüberfall spielen auf so eine Bank irgendwie und es halt dann aufnehmen aus verschiedenen Perspektiven, sich eine Hintergrundgeschichte ausdenken und danach quasi eine coole Story machen mit coolen Aufnahmen, mit coolen Kämpfen, mit coolen Polizeieinsätzen und mit allem drum und dran. Also wenn man das wirklich gut macht, dann könnte das wirklich richtig geil werden. Also man kann das alles wirklich nicht so gut erklären, aber schreibt doch einfach mal in die Kommentare rein, was ihr von dieser Idee so haltet. Also man könnte da wirklich richtig krasses Zeug machen, aber ja, schreibt einfach mal rein, was ihr von der Idee so haltet. Jep, und zwar würde ich mir dann für diese Filme oder dann eher gesagt für diese Streams einen Zweitkanal erstellen auf YouTube. Weil ich habe ja bedauerlicherweise auf meinem Hauptaccount Zocken Forever einen dreimonatigen Stream waren, den ich absolut übertrieben finde. Also von mir aus eine Woche. Gut, von mir aus noch ein Monat. Wäre auch schon heftig. Aber Leute, fucking 3 Monate. Nein, das ist übertrieben. Das sehe ich nicht ein. Wir werden. Aber naja, gut, auf jeden Fall. Ich werde dann dafür einen Zweitkanal erstellen auf YouTube, weil ich will streamen, ich will mit euch spielen, ich will euch unterhalten und es ist einfach mit diesen 3 Monaten, das ist für mich viel zu lang, Alter. Ich habe jetzt schon fast Depressionen nach nicht mal 2 Wochen, Alter. Ich sag's euch, Leute, das ist echt mies. Aber jo, gut, auf jeden Fall, ich würde mit einer zweiten Konterstunde auf diesem Zweitkanal würde ich halt dann diese Streams machen. Die Streams, die werde ich dann im Nachhinein wieder löschen, damit man halt nicht sehen kann, was wir so alles gemacht haben. Und wenn das Video dann fertig ist, oder der Film fertig ist, dann werde ich das auf meinen Hauptkanal hochladen. Ja, also, und die Aufnahmen, die werden wir dann höchstwahrscheinlich auch über verschiedene Wochen oder eher gesagt über mehrere Wochen ziehen. Also wir werden da dann auch keinen Stress und nichts machen quasi. Ich kann ja mal ein Video machen, an welchen Tagen wir dann immer diese Aufnahmen machen. Und dann starte ich quasi an diesen Tagen immer einen Stream und die Leute, die mitmachen wollen, können dann mitmachen und die, die keine Zeit haben, machen dann einfach nächstes Mal mit. Jo, ich habe jetzt alles gesagt, was gesagt werden muss. Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren, aber habe ich ja, glaube ich, auch schon knappe 20 Mal gesagt inzwischen. Oh Mann, völlig lost. Also gut, Leute, jo, dann haut rein. Das wäre es schon gewesen. Ich muss mich natürlich noch informieren, ob das erlaubt ist, weil ich könnte schwören, ich habe mal irgendwo gelesen, das ist verboten. Ansonsten müssen wir es halt auf Twitch machen, aber auf Twitch bringt jetzt nichts, weil da schauen mir gerade mal 10 Leute zu. Und es müssen wahrscheinlich bei diesen Aufnahmen halt dann schon mindestens 15 Leute mitmachen. Und da müssen mir quasi auf Twitch knappe 50 zuschauen. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Naja, gut, auf jeden Fall, ich muss mich dann noch informieren, ob das erlaubt ist. Wenn es nicht erlaubt ist, muss ich vielleicht irgendwie mal YouTube anschreiben, weil ich finde es mit den 3 Monaten übel hart übertrieben. Aber gut, Leute, jo. Ich sag irgendwie andauernd, jo, ne? Ich muss mir jetzt echt mal abgewöhnen. Jo, Digga! Okay, Leute, da haut rein. Ciao, ciao, oh mein Gott.